Der nächste Tag beginnt für eine werdende Mutter mit einem Schock. In ihrer Verzweiflung wendet sich die völlig aufgelöste Architektin an die Polizei. Hallo, wie können wir denn helfen? Was ist passiert? Ich komme in die Hölle. Ja, das ich kann ist, nicht mehr. Das ist Ihr Fahrzeug? Ja, das geht die ganzen Tage schon so. Okay. Ja. Wo kommen Sie denn jetzt her? Und ich wollte eigentlich nur einkaufen, weil meine Mutter aus Berlin kommt. Und dann habe ich mein Auto so vorgefunden. Und das, ich kann nicht mehr. Ich bin schwanger. Und das geht die ganzen Tage zu Hause schon so, dass irgendwas passiert. Gestern hang ein Skelett an der Tür mit Blut beschmiert. Die ganze Nächte klingelt irgendjemand. Ich kann nicht mehr. Können Sie sich denn irgendwie erklären, wer das ist, oder haben Sie mit irgendwem Streit? Nein, nein, niemand. Ich hätte schon irgendwen kontaktiert, aber es geht keiner dran. Ich will Sie nicht beunruhigen, ja? Aber haben Sie auf die Rückbank geguckt, bevor Sie losgefahren sind? Ich bin direkt losgefahren. Schauen Sie nur einmal durchs Fenster draußen und dann sagen Sie mal, ob das so in Ordnung ist. Ja, das Fenster ist offen, das habe ich vergessen zuzumachen. Eine Schlange? Oh Gott, wo kommt die denn her? Nee. Okay. Oh Gott, ja. Haben wir irgendwie einen Karton oder so? Ich hab den Schlüssel. Also auf jeden Fall das Veterinäramt anrufen, ne? Ich mach Ihnen das Auto auf. Ja. Können Sie die schnell rausnehmen? Ja. Schauen wir mal, ne? Das wird ja erstmal relativ. Aber wo willst du jetzt hin tun? Haben wir irgendwas, wo wir Karton haben? Dann sicherlich irgendwas finden draußen. Ja. Hast du? Gespannt hier, ne? Ja. Gucken wir mal, ob wir die drin irgendwo reinpacken können. Ne? Kommen Sie auch einmal mit rein? Uns geht mal vor mit ihr. Denn ja. Vielleicht können wir schon mal gucken, dass wir irgendwo Karton haben. Ja, ich guck mal. Möchten Sie schon mal einmal mit reinkommen? Ja. Danke. Eine Schlange aus einem Auto zu entfernen, gehört nicht unbedingt zum Berufsalltag eines Polizisten. Ich persönlich bin auch sehr froh, dass es sich nicht um eine Spinne gehandelt hat. Da wäre ich nämlich nicht so forsch rangegangen. Mit einer Schlange habe ich allerdings keine Probleme und die konnte mir auch gut in einem Karton untergebracht werden. Jetzt müssen Sie mir erstmal sagen, wer Sie sind. Da sind wir noch gar nicht zugekommen. Nee, ich bin Finja Eichner. Ja. Ja. Und ich habe ja eben schon mal gefragt, können Sie sich das irgendwie erklären, weil Sie sagten, das geht ja jetzt schon seit Wochen so. Was ist denn da genau alles vorgefallen? Und haben Sie irgendwie mit irgendwem Streit oder wo Sie wissen, dass Sie das irgendwem zutrauen? Nee, ich... Komm ruhig rein. Ich habe Ihnen mal ein Glas Wasser... Dankeschön. ...mitgebracht. Ich weiß es nicht, ich wollte nur einkaufen fahren und bin dann halt aufs Auto zu und dann stand da halt, du kommst in die Hölle. Und jetzt hatte ich ein Skelett an der Tür hängen mit Blut beschmiert. Da dachte ich erst, das sind die Nachbarskinder. Aber jetzt ist auch Blut auf dem Auto. Und wenn mein Freund arbeiten war, hat halt nachts immer irgendwie, es hat super oft Tage hintereinander einfach geklingelt. Und wenn ich zur Tür gegangen bin, war einfach keiner da. Okay. Und zuerst dachte ich halt, vielleicht ist das ein Streich. Aber es zieht sich jetzt die ganze Zeit durch. Mhm. Ich bin schwanger, was halt einfach noch keiner weiß. Und ich habe halt einfach Angst, dass ich jetzt durch diesen Stress mein Kind verliere. Ich bin erst in den ersten 3 Monaten. Wir wollten das heute der Mama sagen. Ja. Deswegen kommt die zu Besuch und ich kann einfach nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt auch direkt hier hingefahren. Ich habe auch niemanden erreicht. Überall ist das Handy aus. Ja. Ich sollte meine Mutter abholen. Aber das ist hauptsächlich immer, wenn Ihr Freund oder Mann sagt, genau, wenn er nicht da ist, dann bin ich allein. Ich wollte ihn nicht beunruhigen, weil ich dachte, das ist ein Streich. Aber es wird immer mehr und ich kann nicht mehr. Hallo für die 1533. Fahrt in die Hauptstraße, Haus Nummer 24. Finja Eichner kam hier gerade aus der Wache an und hat auf ihrer Rückbank des Autos eine Schlange gehabt. Schaut doch mal bitte, ob es irgendwelche Hinweise gibt, wie die Schlange ins Fahrzeug kam. Info noch für euch, die Dame ist im 3. Monat schwanger. Wir wissen nicht, ob sie gegen das Kind vielleicht auch gerichtet war oder den aktuell noch vermissten Ron Helmin, das ist der Vater des Kindes. Arne Schneider und Ilka Fischer übernehmen den Einsatz, treffen aber am Haus des Paares den Freund der Schwangeren nicht an und können auch zunächst nichts Verdächtiges feststellen. Lange bleiben die Beamten allerdings nicht allein. Guten Tag. Guten Tag, wer sind Sie denn? Ich bin die Mutter. Ich wollte gerade nur meinen Sohn besuchen. Ach, Sie sind die Mutter, das ist gut. Können wir mit reinkommen, weil wir suchen auch Ihren Sohn. Wir würden gerne mal kurz ein Wort sprechen. Ja. Ihre Schwiegertochter sitzt bei uns auf der Dienststelle und deswegen wollten wir mit ihrem Sohn sprechen. Ja, da gab es ein paar Vorfälle in der Vergangenheit und beschmiertes Auto und so weiter. Ja. Was? Genau, und deswegen wollen wir mal, haben Sie einen Schlüssel oder was? Ja. Gucken Sie doch mal, ob er da ist, weil geklingelt haben wir schon, macht niemand auf. Wer ist denn da? Hat's geklopft?
Ja. Aber als geklopft, oder? Ja. Guten Tag, mein Tag. Mein Name ist Ron Helmin. Ich suche meine Freundin Finja Eichner. Sie soll hier sein. Könntest du mal übernehmen? Die Finja Eichner. Ja. Ah, Schatz. Hi. Ach, das ist ihr Freund. Was ist denn passiert? Ich habe die Nachricht von ihr bekommen. Nehmen Sie den Platz. Ja, genau, setz dich. Ich weiß nicht, ob Sie das Auto von Ihrer Freundin draußen gesehen haben mit dem. Ja, das versuchen wir halt gerade zu klären. Also es geht wohl schon über Wochen so. Sie wollte sie wohl nicht beunruhigen. Man hat deswegen nichts gesagt. Ja, wenn du auf der Arbeit warst, hat halt immer irgendjemand geklingelt und geklopft. Und wenn ich dann zur Tür gegangen bin, war keiner da. Und das hat sich halt über Nächte durchgezogen. Aber du warst arbeiten, was soll ich machen? Und dann hang das Skelett blutverschmiert an der Tür. Da dachte ich noch, das wären die Nachbarkinder. Aber jetzt das Auto halt auch und ich kann nicht mehr. Ich bin schwanger, ich habe einfach Angst um mich und das Baby. Aber wie kommt das? Also, versuchen wir halt gerade auch rauszufinden. Warum bist du hier? Du wolltest dich die Elke abholen. Ich habe die nicht erreicht. Ich habe sie angerufen, dass sie bitte mit dem Taxi kommt. Aber weil ich das Auto so gesehen habe, ich kann schlecht mit einem blutbeschmierten Auto einkaufen fahren. Es zieht sich ja die ganze Zeit durch. Ich kann nicht mehr. Ich möchte das jetzt geregelt haben. Haben Sie denn irgendeine Idee, wer da vielleicht irgendwelche Streiche spielen möchte, wer dahinter stecken könnte? Vielleicht meine Ex-Freundin, die Jenny. Ihre Ex-Freundin? Ja. Macht die immer noch Theater? Sie hatte die Trennung, weißt du ja, die hat die Trennung ja auch nie richtig verkraften können. Okay. Und ich habe ja gegen sie auch schon ein Kontaktverbot bewirken lassen, ne? Weil einfach sie auch immer gestalkt hat, sie lungert immer vom Haus rum. Und gerade jetzt mit den Kindern und so haben wir uns einfach dann Sorgen gemacht. Haben Sie in letzter Zeit vom Haus gesehen irgendwie oder in der Nähe? Hat sie schon mal verstoßen gegen die Auflage? Nee, ich habe sie nicht gesehen. Namen, Jenny? Jennifer Bornemann. Okay. Das ist Finja kann nicht da sein, nicht bei uns. Sie sah auch nicht so ordentlich aus, gesagt? Ne? Ach, oder? Entschuldigung, ich bin ganz verwirrt. Sieht das immer so aus hier bei Ihnen? Nein, das sind ganz ordentliche junge Leute. Sieht so aus, als wäre die eingebrochen, oder? Oh mein Gott. Oh. Hey. Halloween ist ja auch schon eine Weile vorüber. Leider konnten wir Ron Helmin hier an der Wohnanschrift nicht antreffen, hatten aber Glück, dass seine Mutter gerade um die Ecke kam und uns hier einmal die Wohnungstür öffnen konnte. Sie hatte einen Schlüssel dabei. Innen drin sah es jetzt nicht sehr ordentlich aus und die Mutter hat dann auch gesagt, nee, also so verlassen die Wohnung nicht. Es lag da einiges verstreut auf dem Boden rum, obendrein noch mal so eine Halloween-Puppe, so eine Skelettpuppe. Ja, es scheint also mehr zu sein als nur ein Spaß, weil irgendjemand ist hier wirklich im Haus gewesen, hat eingebrochen oder trachtet einem oder beiden nach dem Leben. Und da gilt es jetzt weiter zu ermitteln. Hast du schon was Neues? Ja, also die Frau Bornemann, die ist auf dem Weg hierher. Und unsere Kollegen sind auch vor Ort, die sind auf ihre Mutter gestoßen. Bei uns zu Hause? Ja, oder? Genau. Die wurden dann von ihr in die Wohnung gelassen. Und die ganze Wohnung ist komplett auf den Kopf gestellt. Ach, das kann doch gar nicht wahr sein. Da ist jemand. Was ist denn noch passiert? Hallo? Hallo? Ist was passiert? Kommen Sie mal hoch. Ist was passiert? Sind Sie hingefallen oder so? Ich bin umgerannt worden. Sie sind verletzt. Sie sind verletzt am Bein. Oh, ja. Brauchen Sie einen Arzt? Ach. Geht's denn hier noch irgendwo hin? Ist hier jemand? Wie, Sie sind umgerannt worden? Wo ist denn der hin? Der ist heraus, ist einer raus und hat mich umgerannt. Ich wollte hier Richtung? Nur gucken. Welche Richtung ist der gelaufen? Der ist da raus. So, haben Sie einmal einen Ausweis für mich? Ja. Super. Frau Bornemann, richtig? Ja, also mich würde gerne mal interessieren, was ich hier soll. Ja, das sage ich Ihnen sofort. Perfekt. Und zwar Folgendes. Sie haben wahrscheinlich das blutverschmierte Auto draußen gesehen von der Finja. Ich denke mal, der Name sagt Ihnen ja was. Das ist die neue Freundin von Ihrem Ex-Freund. Wir müssen natürlich jeglichen Hinweisen nachgehen. Die Dame kann sich erstmal nicht erklären, weil sie ansonsten keine Feinde oder Streitigkeiten mit anderen Personen hat. Ist man jetzt erstmal auf sie gekommen, da sie ja wohl mit der Trennung nicht so ganz einverstanden waren und der Herr ja auch gegen sie eine einstweilige Verfügung erwirkt hat, beziehungsweise ein Annäherungsverbot. Jetzt liegt der Verdacht natürlich erstmal nahe, dass sie da in irgendeiner Form was zu tun haben. Ich belehre Sie jetzt einmal vorsorglich als Beschuldigte erstmal. Das heißt, wenn Sie was damit zu tun haben, müssen Sie sich selber nicht belasten. Das heißt, Sie müssen sich dazu nicht äußern, wenn Sie nicht möchten. Haben Sie das soweit verstanden?
Es war so klar, dass mir das in die Schuhe geschoben wird. Ich habe damit auf jeden Fall nichts zu tun. Ich habe mit Ron schon lange, lange keinen Kontakt mehr und ich weiß nicht, wer das war. Keine Ahnung. Okay. Das Problem ist, das zieht sich jetzt schon über Wochen und die Dame und der Herr, die sagten auch, dass sie auch nach mehreren Monaten immer noch den Herrn in irgendeiner Form belästigt haben, sage ich mal in Anführungszeichen. Jetzt liegt der Verdacht natürlich nah, ne? Also da gab es so einige Vorfälle, da klingelt immer jemand nachts, wenn die Dame alleine zu Hause ist vor allen Dingen. Dann war dann ein blutverschmiertes Skelett an der Tür. Und jetzt ist das Auto blutverschmiert und da war halt auch eine Schlange drin. Also sind Sie sicher, dass Sie damit nichts zu tun haben? Ganz, ganz sicher. Also ich war arbeiten. Sie waren arbeiten? Ja. Ja, wenn das der Fall ist, dann müsste Ihr Arbeitgeber das ja, denke ich mal, bestätigen können, ne? Ja, das kann der. Wer sind Sie denn? Wie kommen Sie denn hier hin? Kommen Sie mal hoch, das ist doch ein bisschen zu kalt. Meiner Tochter. Zu Ihrer Tochter? Wer ist denn Ihre Tochter? Nein! Oh mein Gott! Finja! Okay. Ich bin Finjas Mutter. Darf ich Ihnen helfen? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich so... Ach, Sie kennen sich noch gar nicht. Ich bin Rons Mutter. Okay. Gut, kommen Sie mal ein Stück. Schön, dass Sie sich so kennenlernen. Kommen Sie mal ein Stückchen mit. Was ist denn hier los? Die Beamten bitten die Damen ins Haus, um die Befragung in Ruhe durchführen zu können. Einen Arzt braucht die Mutter der Schwangeren glücklicherweise nicht. Ich bin gerade aus Berlin und meine Tochter wollte mich abholen. Die kam aber nicht. Ja. Und dann, ich hatte die Adresse. Wir wollten Sie von wo abholen? Wir sind jetzt mit dem Zugbus. Wie sind Sie hergekommen? Mit dem Zug. Ach so, okay. Die wollte mich am Bahnhof abholen, ja, und dann, weil die nicht kam, bin ich ins... Setzen Sie sich ruhig mal hin. Ja. Bin ich ins Taxi gestiegen, ja, und habe mich hier hinfahren lassen. Ja. Handy vielleicht, haben Sie mal angerufen oder so? Ja, wenn mein Handy funktionieren würde, wäre das alles viel einfacher. Okay. Mein Akku ist leer und ich hatte kein Ladegerät, nichts. Okay, gut, dann sind Sie hierher gefahren und dann? Ja, und dann habe ich geschellt ja, und ich habe auch was gehört hier drin. Ja. Aber es hat keiner aufgemacht. Dann habe ich gedacht, dann gehst du mal gucken durch den Garten. Ja. Ja, ja, und da kam Ihnen jemand entgegen. Ja. Männlich, weiblich, können Sie beschreiben vielleicht? Das ging so schnell. Das ging so schnell. Ich war ja bis an der Ecke, auf einmal, pum, lag ich da. Genau, also aktuell da ist halt... Da kommt der Ole. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind? Ich bin der Ole Helmbing. Ich bin der Bruder. Ah, der Bruder. Okay, ja. Wohnen Sie auch hier? Nein, ich wollte eigentlich nur vorbeikommen, ein Bierchen trinken. Du hast okay, stellen Sie das Bier wieder ab. Ja, grundsätzlich keine schlechte Idee, aber ja, ist natürlich jetzt gerade ungünstig, ne? Wissen Sie, wo denn Ihr Bruder ist? Nee, was denn hier überhaupt passiert? Ja, das wollen wir herausfinden. Wir sind hier mit ihrer Mutter hereingekommen. Ja, und dann sah das hier so aus und die Terrassentür stand auf. Da ist anscheinend jemand rausgelaufen. Sie haben jetzt waren nicht vorher hier, dass Sie gesehen haben, dass hier jemand drin war oder so. Ich war den ganzen Tag arbeiten. Sind Sie häufiger hier? Die Finja kennen Sie dann auch, ja, ne? Ja. Das, ja, die junge Frau, die also, wohnt ja auch hier. Was haben Sie noch am Fuß? Nichts. Doch, da, stehen Sie mal auf. Ja, machen Sie mal, tun Sie mal den Fuß hoch. Den da, den anderen. Gehen Sie mal zur Seite. So, was haben wir denn hier? Das ist doch ein Kauf einer Schlange von Privat. Für wen? Wer Ron Helmbing. Wer? Ron? Ja. Oder eine Schlange gekauft. Oder seiner Freundin die Schlange selber reingelegt oder was? Ja, der Ron hat eine Schlange gekauft. Ja, wofür? Wissen Sie, weiß ich nicht. Ich bin der Ole. Ich weiß nicht, was mein Bruder mit einer Schlange jetzt einmal will. Was haben Sie? Wo kam jetzt die Quittung her? Lag hier am Boden oder was? Oder? Ich lag hier. Wir funken das mal an die Wache. Vielleicht kann ja die Finja was dazu sagen, warum ihr Freund sich eine Schlange kauft. Melina Hoffmann will gerade das Alibi der Ex-Freundin überprüfen lassen, als sie erfährt, dass der Lebensgefährte der bedrohten Schwangeren die Schlange gekauft haben soll. Wer soll das gemacht haben? Ron? Ron Helmy. Weil das ist ja der. Ja, also Ron war das definitiv nicht. Woher wissen Sie das denn? Nur so. Geh mal darüber, ich spreche mal mit ihr. Danke dir schon mal, ja? Bitte. So, Sie sagen, das war ja nicht, also definitiv nicht? Nee. Woher wissen Sie das denn so genau? Ja, einfach nur so. Ron würde sowas nicht machen. Das hört sich für mich jetzt erstmal nicht plausibel an, ne? Also ich kann Ihnen das auch gerne mal zeigen. Da steht auf jeden Fall Ron Helmin drauf. Das wäre ja der Herr. Ich konnte Ron halt nicht vergessen und wollte halt trotzdem ab und zu mal nachschauen, ob ich vielleicht eventuell was finde gegen diese Finja. Und ja, dann habe ich halt gesehen, dass
Rons Bruder, also Ole, das mit dem Auto gemacht hat und mit der Schlange. Ach, Sie haben das sogar gesehen? Ja. Okay, und warum jetzt erschließt sich der Zusammenhang mit dem Bruder mir jetzt nicht? Also, wenn Sie das ja, jetzt warum gewesen... er das gemacht hat, weiß ich auch nicht. Also... Okay, und Sie haben das quasi nur durch Zufall gesehen, weil Sie da wieder in der Nähe waren, um irgendwas, was auch immer, da zu machen in der Gegend? Ja, ich habe halt nach Beweisen gesucht, dass diese Finja halt nicht diese, die richtige für ihn ist. Also Ron war es definitiv nicht. Zu Gut. Ihrer Info, ne? Sie wissen das ja eigentlich auch noch gar nicht. Ne? Deswegen sind Sie jetzt, bin ich ein bisschen überrascht, dass Sie so ganz cool mit der Schlange reagieren, weil die Finja ist heute bei uns auf die Wache gekommen und hatte eine Schlange im Kofferraum liegen. Was hatte die? Oder zumindest im Auto liegen. Das ist ja sehr gefährlich. Nein. Und Sie wissen ein bisschen viel, meiner Meinung nach. Woher weißt du das denn? Ja, das ja. Ist, Sie tun jetzt nicht so überrascht. Also irgendwie ist das jetzt alles ein bisschen verwirrend. Ja, war früher halt alles ein bisschen anders. Ich konnte Zeit mit meinem Bruder verbringen und dann kam die Finja halt. Ich wollte ihr nur einen kleinen Schreck einjagen. Damit sie nicht mehr, damit sie vielleicht doch wieder auszieht, damit ich wieder mehr Zeit mit meinem Bruder verbringe. Was sind das denn für Verhältnisse? Die weiß nichts davon, ne? Also sie haben das Ganze hier inszeniert, um die Freundin von ihrem Bruder loszuwerden, oder was? Ja, um ihren kleinen Schreck einzujagen, damit mein Bruder mal wieder mehr Zeit für mich hat, wie früher. Ich komme nach der Arbeit hier hin, wir trinken noch gemütlich was. Das heißt, sie haben die Schlange auf den Namen von ihrem Bruder gekauft und die dann ins Auto gelegt? Ja. Ganz interessante Information. Also die Ex-Freundin war es tatsächlich nicht. Okay. Okay. Dafür war es aber wohl der Bruder, also ihr Bruder, der um genau Ole, zu oder? Sein. Genau, der Name ist nämlich gefallen. Ja. Die Dame war nämlich bei Ihnen in der Nachbarschaft, um wieder irgendwelche Beweise gegen die Dame ausfindig zu machen. Ist jetzt auch nicht besonders toll, ne? Aber die hat dabei ihren Bruder beobachtet, wie der das Fahrzeug von Ihnen beschmiert hat mit dem Blut und auch die Schlange in das Fahrzeug getan hat. Und diese Quittung ist quasi auf Sie ausgestellt. Okay. Das ist quasi die Quittung von der Schlange, die auch in Ihrem Fahrzeug war. Können Sie sich irgendwie erklären, warum Ihr Bruder das gemacht hat? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir nur erklären, als wir dann das Kind erwartet haben und dann habe ich den Ole ja auch ausziehen lassen. Er hat ja bis dahin bei mir gewohnt. Und, Sie ihn ausziehen lassen? Ja, ja. Sie wissen ja vielleicht, dass Ihre bald Schwägerin schwanger ist, ne? Da ist dann, wäre dann alles schräg gelaufen. Wissen Sie das nicht? Das ist was? Meine Tochter? Ja, Überraschung, Ihre Schwiegertochter ist schwanger. Sie werden Oma. Oh mein Gott! Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgeplaudert. Das ist natürlich jetzt... Also, es wäre gut, wenn Sie uns einen Gefallen tun und Ihrer Tochter gegenüber nichts sagen. Reißen Sie mich nicht rein! Oh Gott! Und wenn, dann sagen Sie, ich jetzt nicht verraten, sondern Sie. Schatz, wir suchen die ganze Zeit nach einem richtigen Ort, nach einem richtigen Moment, was uns in Erinnerung bleibt. Und ich würde dich hiermit fragen, ob du meine Frau werden möchtest. Oh Gott! Nach dem ganzen Horror gibt es für die werdende Mutter doch noch ein Happy End. Ihr zukünftiger Schwager hingegen muss sich demnächst vor Gericht verantworten.